Die letzte Challenge war ja teilweise nicht ganz so einfach, auch wenn ich mich da einfach nur etwas blöd angestellt habe, muss man zugeben. Aber hoffentlich wird es jetzt hier in Welt 5-2 bei der Challenge besser laufen. Dürfte es aber, glaube ich, auch, denn die ist jetzt dann doch gar nicht mal so schwer. Denn wir müssen es schaffen, das Level halt durchzuspielen, ohne dass wir jemals mit diesen Blöcken hier irgendwie interagieren. Also entweder mit den normalen Freizeichenblöcken oder den braunen Blöcken. Wir dürfen niemals draufstehen und niemals seitlich sie berühren und niemals von unten aktivieren. Und auch bei diesen farbigen Blöcken dürfen wir niemals draufstehen und niemals uns mit ihnen überschneiden in irgendeiner Form. Also viel zu beachten. Es geht aber eigentlich das Level, denn ich habe nicht verboten, dass man Lakitus benutzen darf und genau das werden wir tun. Das muss man nämlich auch machen, denn ich kann zwar noch hier rüberkommen, ohne den zu berühren oder sowas, aber hier wird es dann ein bisschen schwer, weil hier sind jetzt ein bisschen arg viele Blöcke und da komme ich nicht mehr rüber. Deswegen unser Ziel ist, dass wir erstmal hier hoch auf diese Röhre, ja, auf diese Röhre kommen und das ist auch schon eigentlich das Schwierigste so ungefähr, denn dafür will ich am besten erstmal den hier aktivieren, dass die nur noch Münzen werfen und dann will ich gleich einen Dreisprung machen, um da hochzukommen. So nämlich, genau. Dann mir einen Lakitu schnappen, eine Wolke von ihm und dann jetzt durch das Level ein bisschen cruisen. Und das war eigentlich auch schon das Schwierigste, der schwierigste Teil von dem Level, diesen Dreisprung da hinzukriegen. Der nicht so einfach ist, das muss man zugeben, ja. Aber wenn man den hinkriegt, dann geht's eigentlich. So, jetzt dann den nächsten Lakitu gleich schnappen und wieder wechseln. Sehr schön. Und niemals zwischendurch den Boden berühren. Das erinnert mich irgendwie an mein allererstes Level aus Super Mario Maker, das ich gebaut habe. Lakitu wechselt dich, nannte sich das. Da musste man auch ständig immer von Lakitu zu Lakitu wechseln, immer wieder sich eine neue Wolke schnappen, und eben niemals den Boden halt berühren, weil halt überall auch Schluchten waren und andere Gefahren und sowas. Das war ja angelehnt an Level 9-7 aus New Super Luigi U, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin mich aber auch täuschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Und das hier ist auch sehr ähnlich, ne? Am Anfang halt irgendwie mit Dreisprung da nach oben kommen. Mario Time und sich da eben die erste Wolke von einem Lakitu schnappen und danach darf man eben halt Mario nie mehr halt sich einen Block berühren oder sich mit einem Block überschneiden oder irgendwie sowas und das geht dann eben, indem ich halt immer von Wolke zu Wolke wechsle und eben zwischendrin niemals den Boden berühre. Deswegen der Anfang ist am schwierigsten, wenn man diesen Dreisprung auch mal hinkriegt, dann ist es eigentlich echt gut machbar. Okay, das ging sehr schnell und wollen wir hoffen, dass dann beim nächsten Mal bei der Challenge zu Welt 5-3 auch ähnlich schnell ablaufen wird. Abgehen wird. Jetzt wollte ich irgendwie ablaufen und gehen kombinieren und abgehen kam raus. Oder was wollte ich kombinieren? Keine Ahnung. Egal. Ich habe wieder Blödsinn gelabert. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.